es ist jedes Jahr eine wahnsinnige Tragödie, was auf diesen Flächen passiert. Wenn du dann siehst, wie die totgemähten Tiere in den Flächen liegen und du hast es einfach nicht geschafft, die abzusuchen. Wir können das nicht mehr schaffen, nur mit der Hundenase. Die Idee von Hülskens war halt, dass wir technisch aufrüsten, eben auch mit Drohne, mit Wärmebildkamera, die auch präzise Wild anzeigt als Wärmequelle im Feld. Das heißt, dann liegen auch die frisch gesetzten Kitze hier im Gras. Ich muss das Kitz sichern in dem Karton, erst dann wieder entlassen in die Freiheit, wenn der Mähvorgang abgeschlossen ist. Wir machen ja nicht nur das für unsere jagdlichen Arten, wir machen das für alle Arten. Wir verstehen uns ja auch als Jäger, also als Naturschützer. Da leisten wir, glaube ich, einen guten Beitrag zu. Alle haben gewonnen, ne? Die Tiere haben überlebt, wurden nicht getötet durch die Messer. Der Bauer hat gutes Futter produziert für seine Rinder und seine Kühe. Ja, und wir haben quasi die Artenvielfalt oder die Verluste reduziert. Und das ist eigentlich das, was eigentlich auch dahinter steckt. Mein Name ist Ralf Hinrichs. Ich bin Berufsjäger und Forstwirt und ich betreue hier für die Firma Hülskens die jagdlichen Liegenschaften.